Du sollst nicht so viel trinken, Fred. Noch ein. So sollte sich dein Publikum sehen. Fred González, der spanische Meister. Voll wie eine Haubitze. Kein Wunder, dass du immer verlierst. Bist du verrückt geworden? Das Publikum geht ganz schön mit heute. Gut, dass du kommst, Georg. Hier, bring den Vertrag zu González. Lass uns unterschreiben, komm mal wieder zurück. Ist noch was? Das ist doch nicht dein Ernst. Wovon sprichst du eigentlich? In der Klausel hier. Na und, was stört dich daran? Der Vertragspartner verpflichtet sich, seine Kämpfe nach dem Wunsch des Veranstalters zu gestalten. Was bezweckst du damit? Ich bestimme, wer verliert. Das ist doch unfair und außerdem Betrug am Publikum. Wie lange bist du schon bei mir? Ein halbes Jahr. Mhm. Und wie lange bin ich in dem Geschäft? Eben, ich will es dir sagen. 18 Jahre. Und deshalb habe ich Erfahrung. Und die Erfahrung sagt mir, wer verlieren muss. Aber González ist der beste Mann, ehemaliger Berufsboxer, ein guter Artist. Das Publikum sieht ihn gern. Halt die Schnauze, du hast ja keine Ahnung, wovon du sprichst. Gerade weil González sympathisch ist, muss er verlieren. Und zwar gegen den miesesten Kerl, den wir haben, gegen Chattanooga. Und weißt du auch warum? Ich werde es dir sagen. Das Publikum will Chattanooga verlieren sehen, weil es ihn nicht riechen kann. Deswegen kommen die Leute zu jedem Chattanooga-Kampf. Verliert Chattanooga, dann ist Sense. Ist das klar? Ja, dann lass ihn doch wenigstens gegen den Würger gewinnen. Es geschieht das, was ich will. Ja, dann sag's ihm selber. Bin nur gespannt, ob er mitmacht. Er wird das tun, was ich anordne. Ich wollte es dir nur gesagt haben. González ist ehrgeizig. Ich will damit nichts zu tun haben. Wenn du mit dem Gesicht im Ring steigst, hast das ganze Publikum sofort gegen dich. Wenn schon. Wenn der Alte mich feuert, heute gewinne ich. Das kannst du auch nicht machen, das verdient dein Kontrakt. Von mir aus, einmal will ich den Kampf nach meinem Willen gestalten. Chattanooga kann ja versuchen, den Wunsch des Alten zu erfüllen.
wenigstens eine gute Show. Da hat das Publikum was davon. Fertig machen, Fred. Die werden gleich disqualifiziert. Dann bist du dran. Okay. Nun lauf und weg, Chattanooga, den großen Killer. Sonst verpennt er noch seinen Turniersieg. Mach keinen Mist, Fred. Mit dem Boss ist nicht zum Spaßen. Wenn er will, dass Chattanooga gewinnt, dann gewinnt er. Du warst doch einverstanden. Zerbrich du dir nicht meinen Kopf. Warum soll nicht mal ein Wunder geschehen und der Alte sich irren? Sieger, Lambam und Cueros. Verständigen Sie die Polizei. Chattanooga ist vergiftet worden. Ah, Hilf mir doch! Gonzales war es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Nein. Wertner, wo waren Sie denn während des Kampfes? Während des Kampfes? War ich gar nicht im Zelt. Ach. Wissen Sie, wo ich war? Nein. Ich will es Ihnen sagen. Drüben in der kleinen Bar. Wer hat Sie da verständigt? Herr Papke. Ja, Herr Papke. Haben Sie schon Nachricht aus dem Krankenhaus? Leider noch nicht, aber Inspektor Lenz ist da und der ruft mich sofort an, sobald er was weiß. Na, Doktor? Wie sieht's aus? Tut mir leid, Inspektor. Exitus. Hat er noch was sagen können? Nein. Was war's? Was der Ringarzt auch schon festgestellt hat. Chattanooga ist vergiftet worden. Womit? Mit Paraoxon. Paraoxon? Ja. Dieses Gift ist Hauptbestandteil von Unkrautvertilgungs- oder Pflanzenschutzmitteln. Und das ist so gefährlich? 2 Gramm sind absolut tödlich. Gibt's kein Gegenmittel? Gegenmittel wäre zu viel gesagt, aber ein Präparat der Tollkirsche, Atropin und neuerdings auch Pralidoxin helfen meist in solchen Fällen. Vorausgesetzt natürlich, dass die Giftmenge nicht zu groß war. Und Chattanooga hat leider zu viel davon geschluckt. Sagen Sie, Doktor, wann wirkt das Gift? Ich meine, wie lange nach dem Einnehmen? Das kommt ganz drauf an. 5 bis 10 Minuten. Manchmal früher, manchmal später. Und schmeckt man das Zeug nicht? Oh doch. Aber bei Chattanooga liegt der Fall sehr tragisch. Wieso? Chattanooga litt an einer starken Erkältung. Er bekam fast keine Luft durch die Nase. Daher konnte er auch kaum schmecken. Aha. Na schön, also die Leiche ist beschlagnahmt, wir lassen sie nachher abholen. Noch eine Frage, haben Sie ihm den Magen ausgepumpt? Selbstverständlich, das war das Erste, was wir getan haben. Stellen Sie den Magen ihn als sicher und schicken Sie ihn mit. Doktor? Inspektor, hat mich gefreut, Sie kennenzulernen. Wenn auch der Anlass nicht sehr erfreulich war. Wiedersehen.
Als ich die Kabine verließ, stand Chattanooga gerade auf, denn er musste an den Ring. Und sonst ist Ihnen nichts aufgefallen? Nein, es war so wie immer. Er trank, als ich rausging, gerade sein Quantum. Was? Ja, sein Quantum. Quantum? Ja, das ist ein alter Trick von ihm. Vor jedem Kampf trank Chattanooga immer eine Unmenge von Flüssigkeit, damit er tüchtig schwitzt. Schwitzt? Ja, wenn er richtig schwitzt, dann kann man doch keinen Griff ansetzen. Dann ist doch der Körper zu glitschig. Ja, aber wozu braucht er denn das? Es war doch vertraglich festgelegt, wer verliert und wer gewinnt. Ja, ja, aber Chattanooga, der hatte doch in den Dingen eine Vollmeise. Der hielt sich doch für den Größten. Bram? Ja, Letz. Ja, in Ordnung. Kommen Sie her. Chattanooga ist tot. Was? Wer kannte außer Ihnen noch Chattanoogas Trick? Papke, Herr Werkner, Ivan der Russe, Alfredo González. Eine Mitteilung für Sie, Herr Kommissar. Ja, bitte, gib mal her. Sie können gehen, Herr Mara. Ja. Alfredo González ist verschwunden. Hältst du es für Mord? Bei diesem Fall ist alles möglich, von Fahrlässigkeit bis Vorsatz. Aber wir müssen zunächst mal abwarten, bis wir die Geschichte besser übersehen. Ob González ihn umgelegt hat? Du hast eine Ausdrucksweise an dir, um die dich jeder 30-Pfennig-Romanschreiber beneiden würde. Umgelegt. Wir sind doch nicht in Chicago. Außerdem, wie kommst du auf die Idee? Naja, González trank, schimpft auf den Vertrag, tja, und dann seine Flucht. Sicher, das stimmt schon alles. Aber González war ja nicht wütend auf Chattanooga, sondern auf die Abmachung. Und wie ihn seine Kameraden beurteilen, hätte er die Entscheidung immer im Ring gesucht. Ganz gleich, was im Vertrag steht. Dieser Giftmord passt einfach nicht zu ihm. Ja, also dann möchte ich mal wissen, warum er geflohen ist. Morgen allerseits. Morgen. Hier der Laborbericht. Analyse des Flascheninhalts. Braune Bierflasche mit Patentverschluss. Inhalt ca. 15 Gramm Paraoxon in H2O gelöst. Halb leer. Das ist alles. Klares Wasser mit Paraoxon? Mhm. Ist ja merkwürdig. Dieser Malmann hat uns doch was von Chattanoogas Trick erzählt. Ja, ja, irgendeine schweißtreibende Mixtur in großen Mengen. Waren Fingerabdrücke auf der Flasche? Ja, das steht auf der anderen Seite. Ein paar von Chattanooga und die unbekannten Abdrücke stammen alle von einer Person. Das habe ich mir beinahe gedacht. Gut, wir fahren noch mal zu denen raus. Mich interessieren noch zwei Dinge. Erstens, woraus bestand Chattanoogas Wundertrank? Und zweitens, die Fingerabdrücke der ganzen Blase. Mhm. Lenz, veranlassen Sie alles, ja? In Ordnung, Chef. Peter, komm. Ja. Peter, passen Sie mir gut auf den Chef auf, damit er nicht auf die Straße fällt. Wieso? Ich habe mir sagen lassen, dass sogar der Boden Ihres Autos durchgerostet sei. Oh. Hallo, Malmann. Sie machen sich aber gut als Bodenkosmetikerin. Sie wissen doch, Herr Inspektor, Putzfrauen, ich meine Raumpflegerinnen, sind doch heutzutage seltener als Bankdirektoren. Ja, da haben Sie recht. Herr Malmann, ich brauche Ihre Hilfe. Soll ich zu Ihnen putzen kommen? Nein, nein, Sie sind doch überlastet. Abends im Ring und jetzt das hier. Von den Hausmeisterpflichten wollen wir gar nicht erst reden. Also, womit kann ich dienen? Es geht um den Trick Chattanoogas. Wissen Sie, woraus dieser Wunderdrink bestand? Ja, das weiß ich. Ah, woher? Na, weil ich ihn gemixt habe. Ach nein. Warum haben Sie uns das nicht schon gesagt? Es hat mich ja niemand danach gefragt. Also, woraus bestand das Zeugs? Aus Wasser, Zucker und ein bisschen Zitronensaft. Das war alles? Ja. Wasser? Zitrone? Zucker. Das nennen Sie einen Wundertrink? Naja, erstens kommt's auf die Wirkung an und zweitens kommt's auf den Standpunkt an. Mhm. Naja, Sie wissen doch, Herr Inspektor, Glaube versetzt Berge. Chattanooga hat doch nicht gewusst, was drin war. Er hat dran geglaubt. Ja, und jetzt hat er dran glauben müssen. Na, Sie sind doch nicht etwa der Meinung, nein, dass... Nein, 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 aber tun? Davon kann keine Rede sein. Jedenfalls danke ich Ihnen für die Auskunft und Wiedersehen. Weitermachen. Nichts zu danken.
muss Ihnen was sagen. Hm? Edna hat gelogen. War hier, als es passierte. Warum hast du die Polizei belogen? Das ist ja wohl meine Sache. Nein, ist nicht deine Sache. Du hast mich mit reingezogen. Also, warum? Du weißt also nicht, warum. Ich werde es dir sagen. Pass auf. Sie sind so leise geworden, Herr Werdner. Und am Schlüsselloch horchen anständiger Mensch ja nicht. Ihre Geschichte interessiert mich brennend und ich würde sie furchtbar gern kennenlernen. Erzählen Sie doch weiter. Wie spät ist es? Gleich 8 Uhr. Mach mir mal den Reißverschluss zu. Bloß nach 4 Stunden. Willst du wirklich nach Madrid fliegen? Was soll ich denn noch hier? Mit der Ketscherei bin ich fertig. Und was ist mit Chattanooga? Ich habe ihn ja nicht vergiftet. Ich habe mit der Sache überhaupt nichts zu tun. Das sagst du. Was denn? Glaubst du mir nicht? Doch, Fred. Ich glaube dir. Aber ich glaube auch, dass du eine große Dummheit gemacht hast. Dass ich weggegangen bin? Warum denn? Ich habe Chattanooga doch nichts getan. Ach, Fred, manchmal zweifle ich an deinem Verstand. Jetzt denk doch mal nach. Da ist jemand umgebracht worden und kein Mensch weiß, wer es getan hat. Und ausgerechnet der Einzige, der immer über ihn geschimpft hat und der ihn gehasst hat, der ist spurlos verschwunden? Du meinst, die denken, dass ich... Aber das ist doch Wahnsinn. Ich bin doch nicht geflohen. Ich weiß. Du bist nach Hause gegangen. Aber weiß das die Polizei auch? Ich soll also zur Polizei gehen? Ja, Fred. Melde dich bei Kommissar Brahm und kläre den Fall. Je länger du wartest, desto misstrauischer werden sie. Okay, Baby. Und wann? Gleich. Gleich? Jetzt wird doch von denen niemand mehr auf dem Präsidium sein. Ach, dann geh doch in seine Privatwohnung oder ruf ihn an. Ich hab doch gar nicht seine Telefonnummer. Schätzchen, es gibt doch ein Telefonbuch. Da steht auch die Adresse drin. Jetzt müssten die aber mit dem Fingerabdruck vergleichen fertig sein.
Sagen Sie mal, Chef, was war eigentlich mit diesem Pinkel, mit diesem Wärtner los? Der Herr wollte nicht in den Fall verwickelt werden. Deswegen hat er seine Anwesenheit verschwiegen. Er fürchtete für seinen guten Ruf. Dass ich nicht lache. Dessen Weste hat doch höchstens noch ein paar kleine weiße Flecke, nicht? Darf man? Je schöner der Abend, desto später die Gäste. Ich denke, du bist mit Helga verabredet. Ah ja, wenn die Pflicht ruft, dann hat das Privatleben Pause. Ich habe euch Besuch mitgebracht. Kommen Sie rein, Herr González. González? Guten Abend, meine Herren. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu uns gefunden haben, Herr González. Ich bin's nicht gewesen, Herr Kommissar. Das glaube ich Ihnen. Und in wenigen Minuten werde ich es wissen. Bitte setzen. Lenz, kümmere sich doch mal um die Fingerabdrücke. Der Erkennungsdienst müsste ja längst soweit sein. Ja. Ah, sehen Sie schon. Ja. Ja, Herr Kommissar. Zeigen Sie mal her. Ja, das ist doch nicht möglich. Wir haben alles verglichen. Ein Irrtum ist ausgeschlossen. Für was denn? Das ist doch nicht zu fassen. Soll ich Ihnen sagen, wer es war? Malmann. Guten Morgen, meine Herren. Nanu, schon so früh unterwegs? Zu wem wollen Sie denn? Sie sind festgenommen, Herr Malmann. Wieso? Was ist denn? Was habe ich denn getan? Sie haben Chattanooga vergiftet. Was habe ich gemacht? Wo haben Sie das Pflanzenschutzmittel? Da. Geben Sie mal her. Wieso? Nicht, das ist Gift! Was, in solch einer Flasche? Das ist Wasser, Zucker und Zitrone. Um Gottes Willen. Haben Sie uns was zu sagen, Herr Malmann? Ich muss die Flaschen verwechselt haben, als ich ihm den Drink mixte. Ich habe keine andere Erklärung. Verwechselt? Bei einer Bierflasche kein Wunder. Gift gehört in eine Giftflasche. Kommen Sie mit, Malmann. Du sollst nicht so viel trinken, Fred. Noch ein. So sollte sich dein Publikum sehen. Fred González, der spanische Meister. Voll wie eine Haubitze. Drei, zwei, drei, vier,
Achtung, Achtung! Sieger in der dritten Runde durch Aufgabe von Mustafa, Kaiser...